Da sind wir also. Dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank, Benny. Jetzt darf ich hier Visage für dich spielen. Mit Cam. Okay, na dann. Neues Spiel. Schon im Vorfeld viel über dieses Spiel gesprochen und tatsächlich geht man wirklich vom Schlimmsten aus, was jetzt passieren kann, was mich hier wirklich in diesem Spiel erwartet irgendwie. Ich habe auch von anderen Leuten viel über dieses Spiel gehört und ich weiß nicht, ob ich es wirklich spielen sollte. Aber naja, was bleibt mir übrig? Shootet. Tja, wer ist das jetzt? Unsere Frau? Ist sie irgendwo eingebrochen? Die ganze Familie dahin gerafft, ey. Mit Kindern. Genau. Ja, Visage ist ja so ein PT, so ein Geisterkind von PT, ne? Irgendwie den Playable Teaser von Silent Hills, der nie so wirklich rausgekommen ist. Und ich finde, man sieht's absolut. Der Fortschrittsraum. In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel anzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt, darunter auch am Ende eines Kapitels. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch im Fortschrittsraum angezeigt. Gut. Okay. Was ist? Okay. Ach, hier wird Mini, also drapiert dann oder was? Ja, die Soundkohle ist das schon, die ist schon krass in dem Spiel. Also. Mann. Ja.
Katzen. Okay. Wie können Kerzen aufgestellt werden? Ah, die heilige Madonna. Hello, Dwayne. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Ach, das war ja kein Telefonat. War der AB? Ich soll sie doch anrufen? Okay. Okay. Na dann. Schauen wir mal. Überall sind knarzende Geräusche. Ich weiß ja nicht, ob man das durch den Video hört, aber oh, über Kopfhörer, ey, oh Mann. Was hat hier? Halten, greifen, bewegen. Okay. Ebenfalls habe ich über dieses Spiel gehört, dass die Steuerung der letzte Fuck sein soll. Also ich bin mal gespannt, irgendwie, es bedarf wohl einer. Oh. Hoppala! ja. Ah, mal schauen. Lass mal Glas los. Hey. Ah, okay. Out of ammo. A book by Sergeant Popo. Na süße. $9,99. 4,99 €. Schön. Das bestellen wir doch gleich mal. Sieht schon krass aus. Über die Fingerabdrücke da drauf. Kann ich jetzt auch ein Buch nehmen? Wäre natürlich sehr krass, wenn man hier wirklich jedes Buch nehmen könnte. Was haben wir da? Black. Wieder out of ammo. Dreaming of fishes. Schön. Der neue Straub ist auch hier. Schön. Toll. Das finde ich gut. Ja, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Kann ich eigentlich nochmal. Hier standen ja. Ist das die Garage oder was? Tut unser Haus? Naja, hier standen von so ein paar Telefonnummern. Ob man die anrufen kann? Nö. Job. Sarah's School. Mom's Job. Rose Neighbor. Ah, okay. Nancy James. Ja, na gut. Diese Psychokatze, Alter. Das ist eine fürchterliche Uhr. Ah, irgendwie ist mir nicht. Jut gerade da unten, Sieg.
Oh, wie süß. Ja, werden auch gerne mal kurz drunter versteckt hier. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und es ist 3:34 Uhr. Das klemmt. Diese Ak Aha. Okay. Verschlossen. Du brauchst den Schlüssel mit dem kleinen Schlüssel. Mit dem kleinen Spiegel. Verstand. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit rumstehst. Ah, diese Schritte. Der Zustand deines des Verstandes seines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter und das könnte gefährlicher werden. Okay, das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. Okay. Also ähnlich wie beim Nija, ne? So ein bisschen. Mal du sagen. Eine Notiz gefunden. Ja. Du brauchst den Garagenschlüssel. Notiz, Notiz. Bewegen, halten, Inventar, Tab. Ah. Was ist das? Und E. Okay, vielleicht nicht in der Tool. Ah, du siehst den Garagenschlüssel. Nun, der ist vermutlich wieder in der Tasche deiner Jeans, die du in die Wäsche geschmissen hast. Wie immer. Du kannst mir später danken, Schatz. Okay. Ja, nee, super. kann hier überall sehr viele Kerzen hinstellen. Und Licht. Paranormale Ereignisse. Während du spielst, treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und den Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt von dem Zustand deines. Na, das ist ja toll. Das ist ja toll. Verschlossen, du brauchst den Schlüssel mit dem kleinen Spiegel. Folks in the great city of Riversdale. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us, and we're gonna have a lot of fun with him. His name is Dwayne Anderson. And his whole family. Aha. Jo, gucken wir mal. Kann ich den hier jetzt? Ist kaputt. Naja. Jawohl. It's a job for janitor, my friend. Das haben wir. Schön, schön. Hier haben wir einen Schlüssel. Oh, wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Ah, okay. Welches habe ich denn noch nicht abgeschlossen? Wie? Kommt noch eine Stadt? Lassen Sie mich raus! Das klemmt. Ja, sieht schon irre gut aus. Ach, Kinder, nee. Wie schön ist? Ein Comic.
Okay. Ah, so ein Sammel-Item. Oh, die hat Schlüssel. Oh, krass. Was? Was? Das Ding ist zu. Ach, die ist so schön. Oh, fiese 80er Jahre Fotos. Was? Ah, creepy. Oh, geht doch geil. Oh, tja, ja, man kann anscheinend sehr viel mit solchen Sachen interagieren irgendwie. Ist? Nee. Maschinen will ich dann machen, ja. Was haben wir hier? Oh, Tabletten. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie der einzig gangbare Weg, um wieder gerade zu rücken. Ja, wie im wahren Leben. Was? Warum war da auf einmal Licht aus? Warum war da auf einmal Licht aus? Jetzt die ganze Zeit diese Tabletten in der Hand, damit. Oh, ist aber ein fieser Scheiß, ey. Tabletten, wunderbar, läuft. Klopapier! Ja, wir haben Klopapier! Wir haben Klopapier! Das kann doch nicht mehr schief gehen. Ach Gott, Alter. Also, das Öffnen der Schränke ist wirklich ein Krampf. Und man kann auch nichts wirklich nehmen. Mann, komm ich nie vorbei hier. Oh, uns sieht's nicht gut. Rote Wolke, uns sieht's nicht gut. Wir müssen kurz mal aufpassen. Und aufgemacht. Oh, und sieht sich gut. Licht. Bitte Licht. Licht. Hä?
das ist ein Baby, das ist unser Kind. Das ist jetzt von der Rose, das ist nicht lesbar. Das ist ja geil. Sehr schön. Ah, ja, komm. Und einmal all. Und das war's. Oh. Okay. Oh, das sieht aber auch nicht gut aus. Warum haben wir hier Licht? Gibt's hier Licht? Gibt's doch Licht. Ich sehe doch Licht dahinter. Ja, Licht. Ja, komm auf. Oh, finster. Ganz finster hier. Teenager, Schlüpperwäsche hier. Ja, okay. Heiße Knarze. Was? Ach, ist ja krass. Oh. Jetzt nicht gut. Nein. Für schön anders. Ah, okay. Das ist ein wunderschöner Taurus. Oh. Hier, das Arbeitszimmer oder wird es das sein? So einen kleinen Chillraum. Oh, was ist denn das für eine fürchterliche Pflanze? Eine Zeitung, die ich nicht nehmen kann. Bier! Ist das Bier? Ja, Craft Beer. Kann ich das mal machen? Schütteln! Shake! Naja, wahrscheinlich halt. Genau wie die Gläser, nur Tant. Oh, was ist das? Schlüssel mit Blitzsymbol. Na, wirst du wohl. Lagern. Geiler Scheiß. Schlüssel ist immer gut. Ja. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Vielleicht der von Safer. Tja. Na. Hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Aber ich denke, das war jetzt auch erstmal mit Folge 1.